Felix, ihr habt euch sehr viel vorgenommen heute. Letzte Heimspiel im Jahr 2013, es ist leider in die Hose gegangen. Was ist schiefgelaufen heute? Ich glaube, dass wir gar nicht so schlecht angefangen haben. Und dann in der Phase, wo wir eigentlich gut Druck gemacht haben, haben wir unnötig das 1-0 gefangen. Und dann sind wir nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen. Deswegen sind wir heute verdient so unter die Räder gekommen. Wir wollten ganz anders hier auftreten, bringen dann 2 Tore und laufen natürlich der Musik dann wieder hinterher. Direkt nach dazu kriegen wir direkt noch das 3. Ja, und dann war natürlich erstmal, wollten wir es nochmal aufraffen. Dann mache ich noch den Fehler vor dem Freistoß zum 4. Ja, und dann war natürlich ein bisschen die Moral schon weg. Dann haben wir natürlich nochmal ein bisschen versucht, das nicht zu sehr ausarten zu lassen, das Ergebnis. Und können auch noch froh sein, dass wir nicht 5 oder 6 Tore noch kriegen dann. Das, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat, diese konsequente Rückwärtsbewegung, das aggressive Anlaufen, hat heute zu vielen Teilen oder in den entscheidenden Situationen gefehlt. Und nur Geleitschutz zu geben gegen eine Spitzenmannschaft reicht dann nicht. Und ich bin froh, dass es heute richtig einen auf die Mütze gegeben hat, um uns zu zeigen, dass es so nicht weitergeht. Ja, das ist, wir müssen wieder dahin kommen, um abzuliefern, was uns stark gemacht hat. Und, ja, es ist extrem enttäuschend, weil wir mit dem Rückrundenstart jetzt eigentlich daran anknüpfen oder wir wollten es schaffen. Das einzige Ziel, was wir in dieser Saison bislang nicht erreicht haben, ist eben Heimspiele zu gewinnen, mehr Heimspiele zu gewinnen. Und damit wollten wir heute anfangen. Das ist gehörig schief gegangen. Und das Einzige, was mich im Moment noch so ein bisschen positiv stimmt, ist einfach das, was die Fans hier abgeliefert haben, 90 Minuten. Beim Stand von 0-4. Feiern und unterstützen sie uns, als ob wir hier 2-0 gegen Borussia Dortmund führen. Und das ist Wahnsinn. Das ist das Einzige wirklich, was mich im Moment noch so ein bisschen positiv stimmt. Ein Spiel ist ja noch in diesem Jahr. Gegen Dresden, in Dresden, wenn man auf die Tabelle schaut, es hat schon eine gewisse Brisanz fast, ne? Ja, aber in dieser Liga, finde ich, hat immer jedes Spiel Brisanz. Es ist seit Wochen so, dass es nach oben genauso viele Punkte sind wie nach unten. Da hat jede Mannschaft auch ein bisschen gelernt, mit zu leben, und das ist auch bei uns so. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht weiter abrutschen, haben aber gleichzeitig die Möglichkeit, weiter nach oben ranzurücken, und das möchte ich natürlich kurz vor Weihnachten nochmal. Ja, ist sehr eng. Sind da, glaube ich, nur 4 Punkte nach unten. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir selbst wieder punkten.